Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge haben wir hier das Portal ein bisschen gedreht und wir haben jetzt einen neuen Zugang. Und zwar, ich glaube, zum Tal der Riesen oder so. So sieht es zumindest aus und da werden wir doch jetzt mal reinschauen, was uns dort erwartet. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Servus Leute. Und wenn euch die Folge ein bisschen gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen, weil ihr wisst ja Leute, Support ist kein Mord. So, dann rein hier ins Boot. Und dann werden wir mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Der Kanal des Steinmetzes. Emir, du hattest doch eine Geschichte begonnen. Und wie wollte dieser Berater von Odin den großen Krieg beenden? Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Gulveig. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Du wurdest zu früh aus dieser Welt gerissen. Okay, was ist das für eine Gestalt? Können wir mit ihm reden? Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulveig ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulveig wieder ganz. Wir sollen ihre Knochen holen? Igitt! Gulvegs Seidenmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Gulvegs Knochen sammeln? Sie haben drei Knochen der süßen Gulveig genommen und am See verteilt. Bring mir ihre Knochen, Kind. Gulveig wird dich belohnen. Wenn wir das machen oder wenn wir das nicht machen? Ich weiß es nicht. Na, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Die normalen Quests würde ich sagen, machen wir später ein bisschen oder... Jetzt will ich erstmal in der Hauptstory ein bisschen vorankommen. Aber ich werde natürlich auch die Nebenquests machen. Ah, okay, da wird das Tor aufgehen. Oh!
Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind. Such sie, wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. So, hier ist offen. Das haben wir gemacht. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Dieser Meißel, den wir suchen. Was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tamor. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tamor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rimfur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle. Und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Rimfur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamor seinem Sohn nach. Doch aufgeregt, wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen. Und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon. Ist das eine Art Eis? Eine Eiswelt oder sowas? Thor tötete ihn. Es ist nicht der. Oh nein! Er fiel auf ein Dorf? Windje oder irgendwie, ja, so heißt doch der Hammer. Tamor zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, dass alles geplant war. Das ist doch der Hammer, oder? Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Ich bin ja gespannt, weil in dem Film ist Thor ja eigentlich ein Guter, wie der hier in God of War rübergebracht wird. Ist halt auch ein Gott, gell? Also der kann natürlich auch Gas geben, wenn er will. Okay, da haben wir ein Portal. Gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Dann mal los! Ich bin bereit! Okay, wo ist der andere Zinn? Spitze. Wird der andere denn? Es waren noch zwei, sehr, oder? Sehr großen Meißel. Okay, hier ist wieder so ein komisches Ding, keine Schmache. Magisch versiegelt, fürchte. Da bin ich auch nochmal gespannt, wie ich dann da reinkommen werde. Wahrscheinlich. Der Kristall im Ring sieht vielversprechend aus. Mist, das hat gar nichts gebracht. Ein bisschen schon was.
Der Kristall ist wieder aufgeladen. Können wir vielleicht den Kristall nehmen? Ah, ja, verstehe schon. Dann können wir jetzt hier reinschieben und dann können wir das Eis zerstören wahrscheinlich. Trick, Junge. Danke. Seine Idee. Okay, da kommen wir runter. Wollte ich aber noch den da drüben machen. So, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Oder kann man hier oben rein? Nein. Da kommen wir nicht rein. Schauen wir hier unten nochmal nach. Das normale anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier weiter. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war ein Frostwesen. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Hier geht's hoch. Da hinten ist wieder eine Tür, wo wir nicht reinkommen, aber markieren werden wir es auf jeden Fall. Mit Magie verschlossen. Da oben ist etwas. Ja, Junge. Das weiß ich schon. Ich muss alles absuchen hier. Puh. Jep. Den können wir gleich mal reinmachen. Okay, schon werden wir nämlich Stufe 3, sehr schön. Aber ein bisschen mehr außerhalb müssen wir Schaden machen. Da ist er. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen.
Leben. Heftig. Also das schaut heftig aus. Ist doch Torshammer, 100 Pro. Wir sind hier fertig. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Schon ein ganz schön großes Gebiet hier. Sieh mal da oben. Okay, gibt es wieder mehrere. Da ist noch Ruhm. Ein Alfheim-Lichtkristall, wozu der gut ist. Ja, die werden wir wahrscheinlich irgendwie. Ja, die müssen wir wahrscheinlich. Ah, okay, ich sehe schon. Erstarrtes Weltenbaumharz. Praktisch. Na, wo muss man den reintun? Was steht da? Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Na ja. Man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Haben wir schon mal eins? Mal schauen, wo die anderen zwei sind. Da können wir den Kristall reinlegen. Dort können wir den Kristall. Atreus, komm her.
Nur, dass wir jetzt hier nicht aufgehalten werden von irgendwelchen komischen Werwölfen. Oh nö. Das lassen wir. Da gehen wir bloß wieder drauf. Jetzt ist hier oben noch was. Kiste auch auf, oder? Ja. Vielleicht hier durch. Ach komm, wir probieren es einmal. Ich weiß zwar, dass wir wahrscheinlich sterben werden. Mal shit happens. Also was wir machen könnten, ist mal. Mal gerne die hinwerfen. Ich habe gedacht, hier kommen jetzt komische Viecher auch wieder raus. Gut, dass ich jetzt nochmal angeklickt habe. Jetzt wären wir das schon mal durch die Lappen gegangen. Okay, gut zu wissen, dass dort auch was rauskommen kann. Haben wir die Kiste schon gelootet? Ja, die haben wir schon. Das haben wir auch erledigt. Dann gehen wir hier weiter. Boah, schaut das heftig aus. Schwere Dinge, aber wenn die halt in so einen komischen Mob reingehen, dann sind die fast unverwundbar oder heilen sich halt extrem schnell hoch. Okay, hier geht's weiter.
Kopf des Tamur. Wie kommen wir runter? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Mjölnir, okay. Junge. Bereit. Bums. Oh nein, ne? Ja, jetzt muss ich erstmal schauen hier, ob wir noch ein bisschen was looten können. Mit Sindri sprechen. Okay, Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, ist sehr, sehr spannend. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein bisschen Support da, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.